Guten Tag. Hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, Leute. Und was das für ein Maya-Tempel ist, bin ich mal richtig gespannt, Leute, was das für ein Maya-Tempel wird oder ist. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Okay, Leute, fehlende Rüstung für die Minen. Okay, dann müsst theoretisch hier auch ein Camp. Dann müsst hier auch irgendwo ein Camp sein, Leute. Weil wir haben ja uns jetzt schon verabredet. Wir können jetzt einen Fähigkeitspunkt machen. Das heißt, es müsste hier auch irgendwo ein Ding sein. Aber echt schön hier, das mit Maya, Leute. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da muss man ein bisschen aufpassen, Leute. Warum ist man da springen? Boah, Alter, gerade so gepackt, Leute. Gerade so geschafft. Oh, wir fingen am Tempel. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut, Leute. Wie es aussieht, sind sie schon da, Leute. Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Okay, da müssen wir hier. Laura, okay. Wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Okay, das heißt, wir müssen da rum und irgendwie das hartes Teil verschweren, Leute. Ja.
Oh, Alter. Alter Schwede. Das war jetzt aber Glück. Glück und Pech zugleich. Aber es hätte auch schief gehen können, Leute. Es hätte auch richtig schief gehen können, Leute. Okay, hier, das Licht ist ein bisschen dunkel, muss man ehrlich sagen. Aber wir waren einfach zu weit weg, Leute, zu weit weg. Wir waren einfach viel zu weit weg. So muss man sagen, wir waren einfach. Das darf man nicht verwechseln, weglassen, Leute. Dass man die Sprache lernen, Leute. Es wäre, ob man alles schaffen, weiß nicht, Leute. Aber man versucht so viel wie möglich hinzukriegen, Leute. Das ist mein Ziel, so viel wie möglich hinzukriegen, Leute. Die Glockenplattform hängt fest. Das ist unser Ziel, so viel wie möglich zu kriegen. So, da ist was. Okay. Da ist was. Okay, da ist was. Okay. Okay, ich hab vielleicht einen Plan, Leute. So, wir müssen den irgendwie hoch. Ah, funktioniert doch. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Junge, hallo, drehen. Alter, blöde Frage, warum lass ich das? Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Oh, er kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Okay, ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Okay. Warten mal, wir gucken. Denn mal gucken, ob man dort ist.
ob das funktioniert. Wir müssen irgendwie gucken. Nein. Alter. So kann man Sachen machen, einfach das nicht gemerkt, dass du einfach ein Dreh was ist, Alter, richtig gut, das ist richtig gut. Aber wir stehen wieder falsch. Jetzt stehen wir wieder richtig. Jetzt stehen wir wieder richtig, Leute. Manchmal ist echt mit Verbindung. Jetzt muss es funktionieren, Leute. Aber Leute, ein Problem ist, Leute, die hören das alles. Das ist unser Problem. Es ist halt so laut hier, Leute. Es ist halt viel zu laut. Die hören es doch. Sie muss eigentlich ruhiger, leicht, sozusagen ruhiger sein, Leute. Aber das ist das einzigste Ding, was wir haben. Die ist zu laut, Leute. Das ist halt das Problem, Leute. Es ist zu laut, aber naja. Aber, na, die machen ja auch viel Krach, Leute. Ach, so weit wie möglich runter und dann abseilen. Guck mal, jetzt können wir komplett runter abseilen. Vorher haben wir es nur halb weit abgeseilt können. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Sonst nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Oh, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns... Wir haben was. Oh, wir haben irgendwas. Was habe ich getan? Genau, was haben wir getan?
Scheiße. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Wir sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben gefunden, was wir suchen. Alter, wir müssen abhauen, Leute. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Wir müssen abhauen. Ich glaube, wir haben die Zerstörung der Welt gemacht, Leute. Ja, ich hab's gehört, okay? Der Wind ist kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Weg wird alles überwinden. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überwinde gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Leute, hier. Wir haben. Wir haben was. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Da wo drin sein mag. Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Okay, Leute. Bereit machen. Mit den Gesprächen von Dennis manchmal auch ein bisschen mehr. Keine Sorge, krieg ich hin. Fast geladen. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Okay, da drüben müssen wir hin. Zwei Dinge sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Vektoren kommen. Bereit machen. Ich sehe mich mal um. Fast wir geladen. Erleiden Verluste. Ich geb's verstanden. Weiter. Gott, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Aha. Haltet die Augen offen. Verstanden, Teamleader. Oh nee, das war ein Fehler, glaube ich. Das muss ich mir näher Doch, ansehen. Vielleicht. Feind! Okay, Leute, es war ein Fehler. Ich sehe mal nach dem Generator. Wir brauchen später... Zwei Leute sind. Okay. Merke. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt. Keine Sorge, krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Ziel geordnet. Okay, es war nicht ganz so
Nee, gut, so wie wir gedacht haben, Leute. Ah, es war halt nicht ganz so souverän wie ich. Hätten wir es vielleicht anders dahin gekriegt, Leute? Das ist halt die Frage, Leute. Hätten wir erst den da drüben und dann den, aber es ist halt immer die Frage, Leute. Wie wir es richtig gemacht hätten, Leute. Das ist halt immer die. Du hast keine Privilegien mehr. Jetzt halt ihn. Ich muss schnell sein. Schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gamma Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Ganz ruhig. Ach, komm, da Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Basislager, das Signal ist nach und rauscht. Basislager, bitte kommen, Basislager. Wo lauft er hin? Stellt alles auf den Kopf. Gründlich. Suche bestätigt. Falsch gesichtet. Bericht über weitere Schüsse bestätigen. Hört ihr mich? So Leute, aber ich würde sagen, wir machen erst beim nächsten Mal wieder weiter. Im Nahkampf müssen wir uns noch ein bisschen tun, aber sonst funktioniert. Aber Leute, ich würde jetzt sagen, wir machen für heute wieder Feierabend. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.